Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Reaction hier auf dem Kanal. Ich habe ein Video gefunden und zwar von der Alicia Joe. Das passt durchweg hier auf den Kanal. Es geht um Schönheitseingriffe, besonders um Julienkos Freundin, die Werbung gemacht hat. Und wir gucken uns einfach mal zusammen das Video an. Julienkos neue Freundin Tanja hat sich mal wieder nicht mit Ruhm bekleckert. Nachdem sie nun schon erfolgreich das Trendyol-Placement von ihrer Vorgängerin Bibis Beauty Palace übernommen hatte und selbst gewissenlos für die Trendyol, weil das besprechen wir hier ja auch auf dem Kanal, als das bessere Sheen, also auf jeden Fall auf der gleichen Stufe, absolutes No-Go. Diese Fast Fashion war und zusätzlich auch noch ein Placement für Lottoland hatte, was in Deutschland auch sehr schwierig, denn Glücksspiel grenzlegal ist, kommt jetzt der nächste Clou, eine Kooperation mit meinen neuen Lieblingsdogs auf TikTok. Tanja hat sich nämlich in einer Beauty-Klinik das Gesicht richten lassen. Nein, nicht richten lassen, verschönern lassen. Und das Ganze auf ihrem Instagram-Kanal begleitet. Die Beauty-Klinik, die sie für diesen Eingriff wählte, war zufälligerweise die Klinik von Rick und Nick. Einige von euch werden zwar Wir wissen ja von Sascha, das ist Dr. Crazy Eyes, so nenne ich ihn auch weiter. Und dieser Nick, naja, nicht so richtig, oder? Wahrscheinlich mitbekommen haben, ich hatte vor einiger Zeit auf dem Kanal Unbubble ein Streitgespräch mit Rick über genau dieses Thema, Schönheitseingriffe, die auf Social Media beworben werden. Und obwohl es für den Arzt Rick unter genau diesem Video einiges an Kritik gab, hat sich Tanja genau für diesen Arzt entschieden, um eben ihre Eingriffe machen zu lassen. Und das könnte ich mir jetzt einfach nur persönlich vorstellen. Ich will nicht sagen, dass das so war, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass Tanja vielleicht... Ich weiß auch nicht, was das soll. Also, es ging, glaube ich, los mit dieser Botox-Geschichte, was ich auch noch irgendwie nachvollziehen kann. Wenn man vor seinem 25. Lebensjahr sagt, so ein bisschen Botox, ein bisschen gegen Falten arbeiten, weil Botox legt ja die Mimik lahm sozusagen. Und so 25 ist, glaube ich, das Alter, wo das so langsam alles losgeht. Wer sich dafür entscheidet, okay, aber die werden immer jünger. Für diesen Eingriff nichts bezahlen musste oder vielleicht sogar noch einen kleinen Obolus bekommen hat. Wer weiß, das wissen nur die beiden, beziehungsweise die drei. Und Tanja, falls du dich jetzt wunderst, wie ich das denn überhaupt wissen kann, da ich ja schon seit ein paar Monaten bei dir blockiert bin auf dem Instagram-Kanal, ich habe tatsächlich die Devise, Leute, die mich blockieren, schaue ich ganz, ganz besonders. Bitte kein Streit mit Alicia Joe anfangen und sie nicht blockieren. Das genau an und nehme ich ganz genau unter die Lupe. Und das machen wir jetzt auch nochmal zusammen. Erstmal möchte ich noch ein paar Worte zu Rick und Nick verlieren. Also diese beiden Schönheitsdogs, die eben auf TikTok Werbung machen. Ich habe das eben so ein bisschen flapsig gesagt. Aber ich war ja damals mit Rick in diesem Streitgespräch, eben weil er ein Arzt ist, der sehr viel... Ja, also bei dem passt halt wirklich Dr. Crazy Eyes. Das passt halt einfach. Viele seiner Eingriffe auf TikTok präsentiert. Ich würde sogar sagen, er bewirbt sie dort. Er sagt natürlich, es ist nur Information, die er dort überbringt. Dort wird viel mit Vorher-Nachher-Bildern gearbeitet, was ich persönlich sehr, sehr kritisch sehe, weil ich der Meinung bin, dass Vorher-Nachher-Bilder eben jungen Menschen, die das sehen, genau das vermitteln, dass sie vorher, wenn sie genauso aussehen wie die Person vorher, nämlich zum Beispiel eine schiefe Nase haben, ein fliehendes Kinn haben oder was auch immer, schlecht sind und nachher, wenn sie bei Rick und Nick waren, optimiert werden. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Kommen wir noch einmal schnell zu diesen Vorher-Nachher-Bildern zurück. Dazu gab es übrigens ein Gerichtsurteil in Frankfurt, das geurteilt hat, dass diese Vorher-Nachher-Bilder nicht zulässig sind. Also das Ganze ist schon länger in Paragraph des Heilmittelwerbegesetzes festgelegt. Da steht auch, dass man für operativ-chirurgische Eingriffe nicht mit Vorher-Nachher-Bildern werben darf. Bis jetzt war immer so unklar, was bedeutet denn operativ-chirurgischer Eingriff? Also auch diese Vorher-Nachher-Geschichte. Du kannst mit Licht kannst du so viel machen. Und es wird ja eh so viel beschissen im Internet bezüglich Vorher-Nachher. Also sowas würde ich eh nicht vertrauen.
Eingriff? Also ist nur eine Nasen-OP ein operativ-chirurgischer Eingriff oder ist auch schon eine Nasenunterspritzung ein operativ-chirurgischer Eingriff? Und in diesem Fall wurde eben so geurteilt, dass Hautunterspritzungen ebenfalls darunter zählen und somit unzulässig ist, diese mit Vorher-Nachher-Bildern zu bewerben. Das ist aber natürlich noch nicht komplett durch. Das war jetzt erstmal nur das OLG Frankfurt und es kann noch auf höheren Ebenen wieder entkräftigt werden, dieses Urteil. Würde mir als Arzt, dessen Hauptcontent daraus besteht, Kunden auf meinem Profil zu zeigen auf TikTok und dann ihre Vorher-Nachher-Ergebnisse zu präsentieren, doch ein bisschen Angst machen. Ich sag's einfach mal so. Wir hatten darüber auch in dem Unbubble-Format diskutiert. Das wurde leider nicht reingeschnitten. Wir haben super lange geredet und natürlich kann man für so ein kompaktes Format nicht alles reinschneiden. Aber nur, dass ihr es jetzt mal von mir an dieser Stelle gehört habt. Auch hier kleiner Einschub. Natürlich nur, weil etwas verboten ist per Gesetz, muss es nicht unbedingt immer zwangsläufig schlecht sein. Ne? Also es ist ja auch so ein Argument, dass man sagen könnte, okay, vielleicht hat der Gesetzgeber einfach keine Ahnung. Aber ich glaube, gerade wenn ihr ältere Videos von mir gesehen habt zum Thema Schönheitseingriffe, zum Thema Werbung für Schönheitseingriffe auf Social Media und was das mit jungen Menschen macht und wie... Also gerade diese Hyaluron-Sachen, Gnu hat sich ja auch damals die Lippen machen lassen und Alicia zeigt in ihrem Video noch nicht so harmlos die Hyaluron-Filler-Lüge, dass es sich halt nicht abbaut. Ne? Also das verrutscht halt. Das ist ja auch ganz normal, Erdanziehungskraft, aber so richtig abbauen tut sich das leider nicht. Wie sie sich davon beeinflussen lassen können, da gibt es tatsächlich auch Studien, die sehr stark darauf hindeuten, dass junge Menschen ganz stark beeinflusst werden von eben operierten Gesichtern auf Social Media, dann ist es auch so mit reinem Menschenverstand, finde ich persönlich, logisch und auch gut, wenn man darüber nachdenkt, Vorher-Nachher-Bilder und eben generell Werbung für Schönheitsangriffe auf Social Media einzuschränken. Es ist eine Grauzone aktuell noch, ist nicht unbedingt verboten, aber ist meiner Meinung nach auch nicht unbedingt cool. Genauso wie es nicht verboten ist, meinen Kanal nicht zu abonnieren. Ich würde mich freuen, wenn ihr das tut. Des Weiteren sehe ich sehr, sehr kritisch an diesen beiden Ärzten, dass sie auch Minderjährige behandeln. Und mit Minderjährige meine ich sogar unter 16. Der Kanal Offen und Ehrlich hatte auch schon mal drauf auf. Also ich wohne ja am Bodensee, ist ja kein Geheimnis. Und wir haben ja den Dr. Mann, der ja eine Zeit lang super krass im Gespräch war. Jetzt ist er halt auch alte Garde. Ich glaube, er arbeitet selber auch gar nicht mehr. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, bei dem war es ja immer so, dass er an Jüngeren gar nichts gemacht hat. Geschweige denn, wenn es notwendig war, sei es durch einen Unfall oder sonstiges, dass du wieder atmen kannst. Diese Nasen waren ja für ihn berühmt, aber so jung, naja. Aufmerksam gemacht, also dass da teilweise sogar 14-Jährige in die Kommentare schreiben, ob sie sich denn bei ihnen behandeln lassen könnten und dass dann geantwortet wird, dass man das mit der Erlaubnis der Eltern tatsächlich machen kann. Was ich sehr kritisch sehe, was aber auch viele andere Ärzte kritisch sehen, weil eben gerade bei jungen Menschen sich das Gesicht noch total verändert und man da ja nicht unbedingt was kaputt machen kann, aber eine sehr große Veränderung erwirken kann, wenn man in jungen Jahren da was reinspritzt und sich das Gesicht dann weiterentwickelt. Muss nicht, kann aber. Und ich glaube, allein aus diesem Grund führen eben ganz viele Ärzte ja diese Eingriffe an Minderjährigen überhaupt nicht durch. Außerdem, und das ist das Dritte, was ich super kritisch finde an ihrem TikTok-Account, ist der dritte Punkt, dass ja Rick und Nick ein kleines Fable dafür haben oder anscheinend sehr, sehr gerne Nasen unterspritzen, Nasen korrigieren durch Unterspritzung. Auch das ist eine Sache, die man sehr kritisch betrachten kann, über die auch viel zu wenig aufgeklärt wird, meines Erachtens nach in ihren Videos, was es da eben für Risiken gibt. Denn, um euch das mal so zu erklären, ganz viele Ärzte unterspritzen aus moralischen und aus ethischen und auch aus ja, Eigenschutz nicht diese Gesichtszone, weil es eben hier öfter zu Komplikationen kommen kann als an anderen Stellen. Ne, wir reden von Hyaluron-Unterspritzung, also Hyaluron-Unterspritzung in den Tränensäcken oder auf der Nase sind nicht so ungefährlich wie an anderen Orten des Gesichts. Also an der Lippe kann schon mal weniger schief gehen, aber an der Nase kann es eben zu Nekrosen kommen. Also voll eklig eigentlich, oder? Und da haben die halt überhaupt nicht drüber gesprochen. Ich kenne die zwei von TikTok nicht. Ich habe keinen TikTok und ich weigere mich immens, TikTok mir anzuschaffen.
Aber das ist schon mega eklig, oder? Dass die Haut abstirbt. Das kann aber auch zu einem vaskulären Verschluss kommen, sodass man im schlimmsten Fall erblindet oder einen Schlaganfall erleidet, weil eben hier im Gesicht sehr viele Gefäße langgehen. Kommen wir aber zurück zu der lieben Tanja. Was hat sie denn eigentlich machen lassen? Ich werde hier euch mal ein paar Story-Schnipsel von ihr einblenden, wo sie sagt, was eben passieren soll. Ich kann ja meine Brillen nicht richtig tragen. Ich muss sie immer sehr tief tragen, weil meine Knochen sich in der Nase gespalten haben durch meine Schwimmbrille. Ich habe sie immer so feste getragen, das ist Katastrophe. Ich habe auch eine schiefe Nasenscheidewand, aber ich habe absolut keine Lust, mir das operieren zu lassen. Deswegen bin ich jetzt unterwegs. Die ist, glaube ich, Schwimmerin oder so. Die hat in ihrem Profil stehen, dass sie Sportlerin ist. Also ich gehe mal davon aus, Schwimmerin. Um zu gucken, ob man das vielleicht gerade spritzen kann. Weil es ist wirklich nervig. Also gut, ich muss halt irgendwie sowieso da was richten lassen. Ich kann nicht atmen durch meine Nase. Also keine OP oder so. Ne? Das ist kein Schönheitseingriff. Das haben bestimmt viele von euch auch, dass die irgendwie so eine schiefe Nasenscheidewand haben oder die Knochen so abgesplittert sind. Ja, ich bin mal gespannt. Also so eine OP will ich nicht machen. Auf keinen Fall. Das ist wirklich blöd. Also ihr müsst euch auch vorstellen, zum Beispiel so kleine Brillen, ich würde die total gerne oben tragen. Aber das steht so ab bei mir dann, weil ich wirklich zwei Knochen habe, die wirklich so sind die einfach in meiner Nase. Und das ist, naja. Ja, laut ihrer Ansicht ist das Unterspritzen der Nase kein Schönheitseingriff. Was sonst? Weil sie das irgendwie so halbmedizinisch begründet. Basically ist es ein Schönheitseingriff. Also sie versucht da irgendwie mit ihrer Brille so zu erklären, dass sie ihre Sonnenbrille nicht richtig auf der Nase tragen kann, weil sie einen ganz, ganz kleinen Hubbel auf der Nase hat. Ja, wahrscheinlich. Genau. Ich wollte euch jetzt mal das Ergebnis zeigen. Die haben wirklich die Knochen außen, haben die wegbekommen. Also ihr seht ja hier diese Einstichlöcher überall. Ich meine, das ist, wenn man das nicht mehr mag, ist das in, keine Ahnung, 2 Monaten, hat er, glaube ich, gesagt. Also ich nenne mal was, was ganz wichtig ist. Und deswegen, bei mir ist es ja, wenn ich Sonnenschutz oder Produkte mit Säuren vorstelle, dann muss ich das halt auch immer dazu sagen, Reichweitenverantwortung. Und die hat ja eine richtig krasse Reichweite. Und was soll ich dazu sagen? Nee. Es ist schon wieder weg, aber finde ich echt cool. Also ich weiß natürlich nicht alles auf diesem Gebiet, das ist kurzer Disclaimer, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, was meine Recherche angeht, dass man, wenn man ein medizinisches Problem in der Nase hat, dies nicht mit einer Hyaluron-Unterspritzung lösen kann. Also nee, wenn da wirklich was mit dem Knochen sein sollte, dann muss man diesen Knochen auch operieren. Das sagt Tanja auch selber später noch in Stories, dass sie da wahrscheinlich nicht drum herum kommen wird, wenn sie irgendwie besser Luft kriegen will, dass sie da eben dann doch eine Nasen-OP machen muss. Also was hier mit kein Schönheitseingriff gemeint war, keine Ahnung, wahrscheinlich wollte man da irgendwie die Fans so ein bisschen beruhigen. Übrigens auch hier ein kleiner Einschub, falls ihr es noch nicht wusstet, wenn man sich die Nase operiert hat, also wenn die schon mal operiert wurde und man sich dann entscheidet, Hyaluron reinzuspritzen, also das, was Rick und Nick auch ganz oft auf ihren Kanälen machen, sollte die Nase vorher operiert gewesen sein, ist die Wahrscheinlichkeit noch höher, dass es eben Probleme gibt mit einer Nekrose, weil eben die Nase durch die OP... Boah, das ist ja voll eklig. Na, also meinst du, du müsstest dich noch schöner hinzaubern lassen und dann stirbt dir die Haut auf der Nase? Boah, ist ja ekelhaft. Meistens schon weniger durchblutet ist und somit das Hyaluron die wenigeren Blutgefäße, die dort noch sind, eher abdrücken kann. Und somit kann eben dann die Haut auf der Nase eher absterben. Diese Österreicher. Das habe ich jetzt ein bisschen für Laien erklärt. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, verlinke ich euch ein sehr cooles Video von Doc Rolf und ich verlinke euch auch eine Studie, wo genau das demonstriert wird. Gut, die Kooperation, wenn es denn eine war, ging dann weiter auf dem Kanal von Rick und Nick. Sie stört dieser ganz leichte Höcker hier oben drauf. Genau. Ne? Da können wir so eine Skischanze rausmachen. Eine leichte Stupsnase einfach. Das sieht richtig süß aus. Also dort gab es... Richtig süß. Was? Dann, vor kurzer Zeit noch ein Video, wo eben Tanja von ihnen behandelt wurde. Habe ich mir abgefilmt. Mittlerweile ist es verschwunden. Weiß ich auch nicht wieso. Vielleicht hat man Angst bekommen. Keine Ahnung. Denn in diesem Video wird gezeigt, dass eben Tanja sich die Nase unterspritzen lässt als
ja, eine Art Schönheitskorrektur, dass sie sich den Kiefer unterspritzen lässt, also die Jawline, dass sie einen markanteren Kiefer hat, was dann irgendwie besser zu ihrer Nase passen soll. Also ich kann euch echt das Video von Blue, wenn ich es nicht vergesse, verlinke ich es mal, ich empfehlen und ihr Video auch dazu, gibt es nämlich auch was dazu. Das hast du halt dann ohne auflösende Mittel, da musst du dir extra was Auflösendes wieder spritzen lassen. Das ist halt ewig im Gesicht, aber halt dann woanders sitzen. I don't know. Boah, doch, sieht Hammer aus. Ja, mir gefällt das auch sehr. Boah, schön. Und dann geht es noch weiter, das ist zum Thema Botox, also das ist ja so ein Nervengift, was man sich gegen Falten auch spritzen kann, aber hier im medizinischen Sinne weitergeht. Ne? Also wenn man Botox, das hilft tatsächlich gegen Migräne. Können wir das auch machen? Das können wir theoretisch auch machen. Diese Aussage, also kennt jeder, aber es ist nicht bewiesen, dass es wirkt, ne? Dafür würden wir ganz bestimmte Zonen botoxen. Ich befreie dich jetzt von deinen Kopfschmerzen. Hier wird unter anderem die Aussage getätigt, Botox, das hilft tatsächlich gegen Migräne. Und Tanjas Migräne soll allem Anschein nach genauso eben behandelt werden. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das Video mittlerweile offline ist wegen genau diesem Satz. Denn Botox ist ein verschreibungspflichtiges Medikament. Und gerade bei solchen verschreibungspflichtigen Medikamenten ist das Werben für die Medikamente an sich ein noch schwierigeres Thema. Also es wird... Also die beiden Ärzte sind ja auch jung und dumm, würde ich jetzt mal sagen, ne? Sehr kritisch gesehen. Und hinzu kommt, das muss man auch noch erwähnen, dass dieses Botox hilft gegen Migräne gar nicht komplett bestätigt ist. Also es ist nicht bestätigt, dass wenn man jeden Migränepatient nimmt und den Botox spritzt, dass dann seine Migräne weggeht. Überhaupt nicht. Es ist noch recht umstritten, ob das überhaupt so gut hilft. Und ja, vielleicht haben sie auch wegen dieser Aussage irgendwie Sorge bekommen und das Ganze offline genommen. Ich weiß es nicht, das sind nur Mutmaßungen meinerseits. Kommen wir nochmal zurück zu der Nase. Ich will nochmal was Allgemeines sagen zu dem Thema. Ich sehe beim Naseunterspritzen zwei Probleme. Das erste ist, dass es meiner persönlichen Ansicht nach immer scheiße aussieht. Und da müsst ihr euch jetzt auch nicht angegriffen fühlen, weil wenn ihr das ja gemacht habt, dann habt ihr es ja wahrscheinlich für euch selbst gemacht und nicht, weil ihr anderen gefallen wollt. Also so genau habe ich mir Leute noch nicht angeguckt, ohne Witz. Weil hier unten am See sind ja die Leute meistens immer dann zu Dr. Mann gerannt und der hat das schon gut, der kann das schon gut. Macht er, glaube ich, jetzt nicht. Ich habe keine Ahnung. Mir gefällt es nicht, also ich muss ganz ehrlich sagen, und da haue ich jetzt einfach mal meine Meinung raus, ich sehe das bei ganz vielen jungen Mädels, wenn die Nasen so gemacht wurden, weil oft... Gerade wenn es schlecht gemacht wurde, das will ich jetzt nicht Rick und Nick unterstellen, aber das möchte ich ein paar anderen Ärzten da draußen unterstellen, sieht man das ganz deutlich, dass eben die Nase am Ende nicht filigraner ist, sondern sehr, sehr viel größer und klobiger, weil eben diese Hügel nicht wegoperiert werden, sondern aufgefüllt und aufgespritzt. Das heißt, hier kommt Hyaluron rein und dann wirkt die Nase am Ende natürlich gerader, aber sie wird natürlich deutlich größer, als sie vorher war. Und teilweise kann man das auch sehr gut sehen, wenn hier dieser Teil aufgespritzt wurde, weil dann die Nase direkt aus der Stirn erwächst. Habe ich schon bei einigen Prominenten auf Veranstaltungen in der Vergangenheit gemerkt. Ich sag's mal so. Aber am Ende ist das natürlich eine persönliche Ansicht. Ne? Das war jetzt nur meine Meinung. Wenn ihr das machen lassen wollt und das für euch macht, dann dürftet ihr euch ja von meiner Meinung dazu nicht angegriffen fühlen. Problem Nummer zwei ist eben die Gefahren, die ich eben schon mal angesprochen habe, ganz am Anfang des Videos. Ich will aber nochmal sagen, was genau Nebenwirkungen sein können, die auftreten können bei solchen Unterspritzungen. Unter anderem Nekrosen, Langzeitfolgen, die noch nicht komplett erforscht sind, Knötchen und Verkapselung, blaue Flecken, Hämatome. Dann der Fakt, dass das Hyaluron im Laufe der Jahre verlaufen kann. Also es gibt immer noch diesen Der Arzt, den hat sie in einem anderen Video drin und ja, jetzt geht es um dieses Verlaufen, dann hast du es irgendwo im Gesicht, aber nicht mehr da, wo es reingespritzt wurde. Komischen Mythos, Hyaluron würde sich von selbst im Körper abbauen. Da gibt es mittlerweile Ärzte, die das Gegenteil bewiesen haben. Auch dazu habe ich schon ein sehr gutes Video, meiner Meinung nach, gemacht. Also das Hyaluron läuft dann gerne mal von hier runter oder von der Lippe hier oben in die Ober...
was, wie heißt das, zwischen Nase und Lippe? In das Ding zwischen Nase und Lippe rein, sieht man auch oft im Reality-TV. Also das ist noch so ein Ding, genauso wie eben im allerschlimmsten Fall Schlaganfall und Erblindung. Ist natürlich nur super selten, dass das passiert. Aber über all diese Sachen, die ich euch jetzt gerade genannt habe, wird in Tanjas Video nicht aufgeklärt. Wird auch in ganz vielen anderen Videos auf diesem Kanal nicht aufgeklärt. Und ich finde es absolut fahrlässig, wenn man laut eigenen Aussagen ja keine Werbung macht, sondern Information, weil Werbung wäre ja teilweise unzulässig. Nein, man informiert die Leute auf TikTok, aber informiert sie nur über das Positive oder fast nur ausschließlich über das Positive. Finde ich super schwierig. Und ich muss auch sagen, mich schüttelt so ein bisschen, weil ich denke an junge Mädchen, die das sehen. Ich denke an junge Mädchen mit Eltern, die vielleicht ihre Eltern überreden. Müsst ihr mal überlegen, denn die wenigsten kennen sich ja mit der Materie aus. Ich wusste das auch nicht. Und naja, also eben das zu machen. Und die Eltern haben eigentlich gar keine Ahnung davon. Und dann wird ihnen gesagt, ja, das löst sich auf nach einem halben Jahr. Und dann haben diese Mädels am Ende das Problem damit, dass ihre Gesichter für immer ein bisschen anders aussehen als vor dem Eingriff und sie das vielleicht später stark bereuen. Und als letztes Negatives ist mir aufgefallen, dass die Werbung auf Tanjas Instagram-Kanal nicht als solche markiert war. Also die Klinik wurde verlinkt, es wurde gesagt, dass... Und sowas regt mich halt auch auf, wisst ihr? Regeln werden anhand von großen Influencern, die gegen die Regeln verbrechen, werden erstellt. Und die... Das geht halt gar nicht. Dass man mit dem Ergebnis super zufrieden ist und dass man es ganz toll findet, wie die Jungs das gemacht haben. Und trotzdem war das Ganze nicht als Werbung gekennzeichnet. Und ich muss sagen, gerade mit dieser Menge an Followern, die Tanja auf Social Media hat, also sie hat über 600.000 Abonnenten auf Instagram, worunter mit Sicherheit auch einige Jugendliche und Teenager sein werden, finde ich das Ganze wirklich so schwierig und unverantwortlich, das erstens ohne Aufklärung über Nebenwirkungen zu erzählen und zweitens das nicht als Werbung zu kennzeichnen, sollte es welche gewesen sein, dass ich an einen Punkt gekommen bin, wo ich was tun muss, weil mich das so ankotzt, weil am Ende färbt es ja auch auf mich. Und das fühle ich so. Wisst ihr, wenn ich gefragt werde, was ich eigentlich so beruflich mache, dann sage ich meistens immer was in der Werbung. Ich sage nicht Influencer. Denn die meisten denken dann an so einen Scheiß. Ne? Also, es geht halt gar nicht. Es geht echt nicht. Und man sieht halt meistens immer die Reichweiten starken Hühner, die halt dann so einen Scheiß machen. Als Influencer, wenn man es so nennen mag, ab, wenn meine Kollegen da permanent so eine grenzlegale Scheiße betreiben, dass ich die beiden Kanäle erstmal einfach um Stellungnahme gebeten habe. Ich lese euch einfach mal vor, was ich an Tanja und ihr Management geschrieben habe. Am 4.5. haben sie in ihrer Instagram-Story positiv über die Beauty-Klinik Aesthetify und den von ihnen dort durchgeführten Eingriff berichtet. Die Klinik wurde in der Story verlinkt und das Nachher-Ergebnis wurde in einer anderen Story am 3.5.23 gezeigt und positiv angepriesen. Über die Risiken des Eingriffs wurde nicht aufgeklärt. Wir haben festgestellt, dass diese Stories nicht als Werbung gekennzeichnet wurden. In diesem Zusammenhang möchten wir gerne von Ihnen erfahren, wie Sie die Einhaltung von § 11 des Heilmittelwerbegesetzes gewährleisten, insbesondere was die vergleichende Darstellung des Körperzustandes oder des Aussehens vor und nach dem Eingriff betrifft und Werbemaßnahmen, die sich ausschließlich oder überwiegend an Kinder und Jugendliche richten. Zudem bitten wir Sie um Stellungnahme zur Kennzeichnung von Werbung, wie von den Landesmedienanstalten gefordert. Ja, und dann haben wir um Antwort innerhalb von 2 Tagen bzw. 48 Stunden gebeten. Diese ist nicht gekommen, also da hat man sich entschieden, die Mail zu ignorieren. Von Aesthetify gab es eine Antwort, also da habe ich noch ein paar andere Sachen angekreidet, eben nämlich zum Beispiel diese Aussage, Botox, das hilft tatsächlich gegen Migräne, wie man das mit dem Heilmittelwerbegesetz vereinbart und eben auch hier Vorher-Nachher-Bilder, keine gekennzeichnete Werbung. Und da wurde mir geantwortet, ich darf es jetzt nicht wortwörtlich wiedergeben, weil mir das nicht explizit erlaubt wurde, aber es wurde mir gesagt, ich könnte doch mal persönlich in ihre Klinik vorbeikommen und könnte man das ja in einem persönlichen Gespräch klären. Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil ich es dann nicht schwarz auf weiß habe. Das ist eh so eine Sache immer, ne? Also, wenn ihr Beweise braucht, habe ich schon in der Ausbildung gelernt. Immer schwarz auf weiß, das ist echt wichtig.
Ich habe mich dagegen entschieden, persönlich vorbeizukommen. Ich habe mich aber dafür entschieden, da ich eben keine für mich ausreichende Antwort von den beiden Parteien erhalten habe, einfach mal bei der Landesanstalt für Medien in NRW nachzufragen. Das sind übrigens die schlimmsten, ne? Also das sind noch die strengsten. Weil wenn ich das schon so kritisch sehe, wie sehen die das dann? Hat ganz gut gepasst, weil eben beide Protagonisten, einmal Tanja und diese Beauty-Klinik in NRW ansässig sind. Und da werde ich morgen News zu haben. Das heißt, ich blende euch jetzt einmal Alicia aus der Zukunft ein und die wird euch erzählen, was dabei rauskam. So, hier ist einmal Alicia aus der Zukunft. Entschuldigt die schlechtere Ton- und Bildqualität. Ich habe mit einer Frau, die sehr freundlich war, von der Landesanstalt für Medien telefoniert. Also zunächst einmal fanden sie den Fakt, dass bei der Influencerin, also Tanja, die Werbung, wenn sie denn solche war, nicht als Werbung gekennzeichnet war, sehr spannend und dem wollen sie auch weiter nach. Also als die ganze Geschichte mit Werbekennzeichnung und so weiter losging, wo du dann irgendwann mal alles kennzeichnen musstest, da waren die Allerschlimmsten. Die Allerschlimmsten. Nachgehen, so wie ich das verstanden habe. Denn es ist laut Medienstaatsvertrag so, dass wenn man eine Sache kostenlos bekommen hat oder dafür sogar Geld bekommen hat, dann muss man, wenn man darüber spricht und das Ganze positiv bewirbt, das als Werbung kennzeichnen. Das wissen wir jetzt natürlich noch nicht, ob sie das kostenlos bekommen hat, aber dazu kann man definitiv Nachforschungen anstellen. Uns beiden ist dann am Telefon auch noch aufgefallen, dass das Ganze ja in einer gewissen Hinsicht noch kritischer ist, denn es gibt wiederum auch Gesetze, wenn man Medizinprodukte bzw. medizinische Behandlungen oder eben auch Unterspritzungen rabattiert. Es wird auch nicht so gerne gesehen, ich beschreibe es mal so. Also wenn jetzt Influencer irgendeine Behandlung günstiger bekommen als andere Menschen, dafür ist aber die Landesanstalt für Medien nicht zuständig. Und hier kommen wir zu dem Downer. Also alles, was mit dem Heilmittelwerbegesetz zu tun hat, da können die Landesanstalten für Medien nicht viel machen. Wir haben ein Problem, was wir sehr oft in Deutschland haben, nämlich die Frage der Zuständigkeit. Keiner fühlt sich irgendwie so richtig zuständig. Ob das jetzt der Kreis machen muss oder das Land. Ich habe aber einen neuen Kontakt bekommen jetzt zu jemandem von der Verbraucherzentrale. Die sollen laut Hörensagen wohl schon einige Medfluencer und Leute, die Nahrungsergänzungsmittel vertreiben, abgemahnt haben, aus genau solchen Gründen. Das ist das, was ich immer wieder sage. Ne? Also ich kann es einfach nicht verstehen. Da wird viel zu lasch noch damit umgegangen. Du kannst ja Werbung für Nahrungsergänzungsmittel machen, aber du darfst keine Heilversprechen machen. Es gibt das Health, richtig aussprechen, Health Claim Gesetz. Und das ist bei den unterschiedlichen Nahrungsergänzungsmitteln, habe ich schon wieder falsch gesagt, gibt es unterschiedliche wissenschaftliche Belege, die darfst du sagen und Sätze, die du sagen darfst. Und dann gibt es Sätze, die du halt nicht sagen darfst. Und da kaum jemand da den Durchblick hat, also musste ich damals auch erstmal lernen, was ich aber nicht verstehe. Es gibt immer wieder Leute, die für ein Unternehmen werben. Und ich habe mit dem Unternehmen auch schon zusammengearbeitet. Und da haben sie mich damals auch schon nicht aufgeklärt. Und da bin ich auf die zugegangen und gesagt, ja, Entschuldigung, aber Health Claims gibt es ja. Und also da wird es noch eine richtig fette Abmahnwelle geben an die Leute, die das gar nicht einhalten, so, ne? Da habe ich aber erst am Freitag, den 12. Mai, den Kontakt hergestellt und da gerade das Wochenende ist, habe ich da noch keine Antwort. Ich werde euch auf dem Laufenden halten auf Instagram, wenn ich da eine Antwort bekommen sollte. Folgt da gerne, denn ich glaube, ein komplett neues Video lohnt sich dazu jetzt nicht unbedingt, außer es gibt noch krasse andere Neuerungen. Außerdem, dass ich das auch gesagt habe, der Vollständigkeit halber, habe ich auch mal bei TikTok angefragt, wie sie das denn finden, wenn so grenzwertig legale Sachen auf ihrer Plattform passieren. Da habe ich aber auch noch keine Antwort. Und dann, wo wir beim Thema Zuständigkeiten schon waren, sind wir so ein bisschen abgeschweift am Telefon und haben auch über Glücksspiel geredet. Fand die Dame der Landesanstalt für Medien auch sehr interessant, dass da teilweise schon Glücksspielwerbung betrieben wurde. Lottoland.
oder auf dem Kanal der Influencerin. Seit dem neuen Glücksspiel-Staatsvertrag ist da auch noch nicht so klar, wer da eigentlich wo wie die Zuständigkeit hat. Dennoch wird auch das absolut gar nicht gerne gesehen und könnte in Zukunft tatsächlich auch für Influencer schwierig werden. Bisschen ernüchternd, wie ich es schon fast erwartet hatte, aber zumindest weiß man jetzt mal über die Problematik Bescheid. Vielleicht entwickelt sich ja mehr in den nächsten Wochen, Monaten bis Jahren. Und damit gebe ich zurück in die Vergangenheit. So, hier ist wieder Alicia aus der Vergangenheit. Ich hoffe, das Video war informativ und interessant für euch. Wenn ihr noch eine Meinung zu diesem Thema habt, schreibt gerne einen Kommentar, aber bleibt rational. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns auch wieder beim nächsten Mal. Das war das Video von der Alicia Joe. Und ich wundere mich jedes Mal. Ohne Witz. Und ich finde auch, dass sie eine richtig wichtige Arbeit macht und eben auch die entsprechende Reichweite mitbringt, damit eben Leute da auch aufgeklärt werden, dass solche Dinge halt einfach nicht gehen. Und ich verstehe es halt nicht, wie man nicht in seine Reichweitenverantwortung denken kann, ohne Witz. Und die beiden Ärzte sind ja, also Dr. Crazy Eyes und Nick, sind ja genauso schlimm. Also von dem her, ja, aber ich erlebte das in der Vergangenheit häufiger, irgendwie, dass auch Unternehmen fahrlässig sind. Naja, in diesem Sinne, ich melde mich ab, sag danke fürs Einschalten, unterstütze mein Video ganz gerne mit einem Daumen nach oben und hinterlass einen Kommentar. Ich sag danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Video, tschüss.